Ich bin der Martin, bin 26, wohne in Wien und bin Künstler. Meine Eltern meinen, dass seitdem ich 3 bin, ernstzunehmend zeichne und man wirklich gemerkt hat, dass ich einfach das nicht nur als Hobby habe oder als Zeitvertreib, sondern wirklich als Leidenschaft habe. Und seitdem habe ich eigentlich kaum aufgehört, habe seltenst Pausen gemacht und wenn schon, dann die Pausen eigentlich nur gut, weil es mich dann dazu gebracht hat, nach den Pausen wirklich noch stärker zu zeichnen. Also der Körper ist, finde ich, eine der spannendsten Sachen. Es ist wirklich verrückt, man kann den Körper in jede mögliche Position hindrehen bei einer Zeichnung und das hat immer einfach eine Dynamik. Gesichter bringen viel Ausdruck. Und ich habe Zeichnen gelernt, nicht durch Zeichenschulen, Zeichenkursen oder ähnliches. Ich habe Zeichnen gelernt durch Anatomiebücher. Ich werde oft gefragt, ob ich schon weiß, quasi, was ich zeichne. In den seltensten Fällen habe ich davor geübt, sondern ich mache eben eine spontane Arbeit. Und da richte ich mich meistens nach den Anfangslinien. Also man kann sich so vorstellen, ich stelle mich vor der Platte und stelle mir eben vor, ich möchte mein Gesicht machen von vorne. Und je nachdem, wie eben die ersten Linien, wenn ich mit 2 Händen arbeite, sich hinbewegen, richte ich mich halt danach für die Proportion und für die Position des Gesichts. Irgendwie war auch einer der Punkte, warum ich so nicht ganz wusste, ob ich in der Kunstszene passe mit meinen Arbeiten, war, dass ich eigentlich gar kein leidender Mensch bin. Ich bin nicht jemand, der damit irgendwas verarbeiten muss. Mir geht's gut, ich fühle mich wohl, ich drücke eher Freude aus. Ich bin nicht bedrückt und mache keine bedrückenden Arbeiten. Ich mache dynamische und stimmungsvolle Arbeiten, beziehungsweise welche, wo man die Emotionen vielleicht gut mitbekommt. Das heißt, ich benutze das jetzt nicht als Rohr, um irgendwas zu verarbeiten bei mir. Das ist einfach wirklich bei mir, gehört zu meinem Alltag und ich zeichne, um es jetzt, man könnte es auch falsch verstehen, ich zeichne manisch. Wenn ich irgendwie kann, nehme ich mein Blatt Papier, nehme ich meinen Stift und zeichne einfach drauf los und das bleibt selten bei einer Zeichnung. Ich habe mich eigentlich eher weniger als Künstler gesehen, sondern immer als Kreative bzw. als Zeichner, als jemanden, der unbedingt immer besser zeichnen möchte. Und jetzt seit kurzem merke ich, dass auch von außen wirklich dieses Feedback kommt, dass man mich als Künstler sieht, was mich sehr freut. Ich habe auch jetzt tatsächlich eine Art Message oder eine Metapher hinter meinen Arbeiten und habe eben mit diesem Text dieses ein bisschen Fehlende, wo ich dachte, dass es notwendig ist, um als Künstler zu sein und sich abzuheben vom eben reinen Zeichnen, so wie ich mich bis dahin immer gesehen habe.